Hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Greek Wars. Und bevor wir lange quatschen, nächste Runde. So, Argolis. Das können wir eigentlich mal überspringen. Elis wird nicht allzu viel haben. Messenien. Vielleicht können sie die da unten sogar vertreiben. Ja. Ah, einen gibt's noch. Ja. Ah, Sparta. Das hast du dir so einfach vorgestellt. Aber so einfach wird das da unten nicht. Moment, warum sind die jetzt rot? Hallo? Moment, wie bitte? Wir sind im... Haben die uns den Krieg erklärt, diese Säcke? Scheibenkleister. Verdammt, die sind uns zuvorgekommen. Wir waren mit unserer Flotte noch nicht einsatzbereit. So eine Säcke, ey. Ist ja unglaublich. Eieieiei. Das geht nicht gut aus. Oh. Kommt der nächste Angriff? Okay, er kommt noch nicht so weit. Ja, da kommt er auch noch nicht so weit hoch. Da kommen die Großkampfschiffe. Alter Falter. Was soll das denn? Das ist ja unglaublich. Jetzt ist der Tag da. Krieg gegen Sparta, ihr Lieben. Haben wir das gemacht? Haben wir den Krieg erklärt? Ich glaube nicht. Den Rest erspare ich uns jetzt mal. Ich will zu den Messages. Sparta hat Rhodos den Krieg erklärt. Nein! Scheibenkleister! Und unsere Kriegsregierung wurde Rhodos bereits zugestellt. Warum haben wir denn jetzt verdammt nochmal Krieg mit Sparta? Chalkidike trat an uns Verbündeter im Feldzug gegen Rhodos bei. Sparta hat Chalkidike. Nein! Das gibt's doch nicht! Jetzt haben wir Rhodos völlig sinnlos den Krieg erklärt. Und jetzt haben wir natürlich unsere Versprechung eingehalten und Sparta den Krieg erklärt. Ah, das ist doch zum Mäusemelken, ey. Der Thessalanische Bund. Nee, bestimmt nicht. Karien? Nein. Ein Friedensangebot wurde abgelehnt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Meine Herren, okay, also das Achämenidenreich möchte gerne. Nee, also nochmal so eine Dreiecksbeziehung mache ich nicht. Es ist genau das eingetreten. Jetzt wird. Nee, wir lehnen erstmal alles ab. Auch Thessalien-Pherei. Verteidigungspakt. Nein, danke. Tut mir leid, da hab ich jetzt echt gerade keinen Bock drauf. Verteidigungspakt. Briten Hippias versuchte ein Teil Zeug sich uns anzuschließen. Das ist ja eine Katastrophe. Molosser erlitt Verluste. Neue Technologie, sehr schön. Ja, so gut gedacht, aber leider nicht gut umgesetzt. Hier vorne wahrscheinlich, ja. Okay, das bringt uns aber auch dazu, dass wir die Stadt angreifen können. Perfekt. Dann haben wir die Stadt endlich mal wieder. Und hier werden wir auch die Kohlemine angreifen. Sehr gut. Und ich würde sagen,
Dann können wir mit dem Rest von Euböa immer versuchen, Frieden zu schließen. Vielleicht wollen sie ja tatsächlich überleben. Ansonsten ersparen wir uns das einfach und lassen die da aushungern. Da hätte ich jetzt tatsächlich auch überhaupt kein Problem mit. Okay, dann werden wir mal ein bisschen Geld investieren und die Minen hier reparieren. Das ist mir auch wichtig. Die Einheiten müssen wir tatsächlich hier lassen. So, er wird angegriffen. Ja, ein Sieg, aber ein teuer erkaufter Sieg. Wie sieht es hier unten aus? Hier gibt es die Stadt, die kann natürlich auch Truppen bauen. Jetzt müssen wir natürlich, jetzt sind wir natürlich in der Zwickmühle, ne? Wir müssen auf jeden Fall hier zurück. So. Mit der Einheit, ich würde sagen, wir greifen das hier an und machen dann den Bogen hier dicht. Ja, sehr schön. Zeit und Kosten für Technologiebefestigung reduziert. Sehr gut. So, mit der Einheit gehen wir dann hier zurück. Also, das lassen wir jetzt hier außen vor. Wir gucken mal, ob wir vielleicht mit denen auch Frieden schließen können. Muss ich jetzt vielleicht auch keinen Krieg mit haben, wenn ich ehrlich bin. Wir haben ja schon Städte von denen erobert. Wir haben schon Land von denen erobert. Vielleicht macht das ja. So, die drei Einheiten lassen wir hier. Und wir werden dann die Stadt... Ah, hier kommt schon ein Held, aber der sollte nicht viel machen. Die Stadt auch erobern. Das ist zumindest eine Idee. Hier kommt noch ein General. Das sollte hoffentlich nicht so viel machen. Der Tempel Einheit zerstören. Nee, aber der Tempel kann hier ruhig kaputt gehen, das ist mir egal. Okay, also. Die Stadt hier bräuchte Reparatur. Das können wir erstmal nicht leisten. Jetzt müssen wir tatsächlich gucken, denn wir haben jetzt auch hier ein großes Problem, dass unsere Flotte wirklich angegriffen wird. Und wir haben echt ein riesiges Problem. Wir bringen erstmal alle Schiffe. Bitte Bewegung abbrechen hierhin. Bewegung abbrechen auf das Feld. Bewegung abbrechen auf das Feld, bitte. Mhm. Und dann werden wir die ganzen Bewegungen hier abbrechen. Das Schiff muss bitte im Inneren repariert werden. Und die Flotte müssen wir jetzt auch zurückziehen. Allerdings nur gemeinsam. Das geht, glaube ich, bis nach dort. Boah, da können wir gleich nochmal angreifen. Mhm. Und dann werden wir auch das Schiff darunter ziehen. Und ich vermute, dass wir die drei Schiffe da tatsächlich verlieren werden. Leider Gottes. Das vermute ich ganz stark. Okay, hier haben wir tatsächlich eine relativ gute Einheit bekommen. Das ist gut für uns. Das heißt, dahin. Und Angriff. Sehr gut. Okay, dann haben wir hier Gott sei Dank ein paar Trüppchen, die... Ah, die kommen nicht in die Stadt rein. Mist, verdammt. In Theben. Okay, die Truppe kann auch in der Runde nicht nach da. Haben wir irgendjemanden, unser Held, der kann in dieser Runde nach Unneu gehen. Ja, das kriegen wir hin. Mhm. Du kommst in der Runde nicht nach da. Aber wir brauchen dich auf jeden Fall. So, er ist auch fast wieder heile. Aber auch nur fast. Ihn bringen wir auch nach dort. Der hier, unser Herr Nestor...
Den können wir auch nach und neu bringen. Ja. Da müssen sie erstmal durch. Dann gibt es ja hier Verteidigungsperk, ökonomische Stadt. Die haben hier eine Einheit, aber hier kommt eine zweite und noch andere. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Die ganzen Einheiten hier oben müssen wir auf jeden Fall, die müssen wir jetzt alle abziehen. Ja. Das geht ja nicht anders. Okay, das sind zwei Runden. Einmal noch und neu bitte. Das sind auch zwei Runden. Einmal dahin. Können wir in der nächsten Runde entscheiden, wo wir hinwollen. Einmal nach dort. Einmal nach dort. In der nächsten Runde. So, du gehst bitte auch nach da. Du gehst bitte dann auch nach da. Ah, da sind jetzt mittlerweile dann zu viele Einheiten, ne? Na, das sehen wir dann schon. So, du brauchst da drei Runden alleine. Ja, okay. Du hast da oben erobert. Dann kommst du bitte auch zurück. Mhm. Hier oben müssen wir mit den Einheiten auskommen, die wir haben. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob wir... Was ist denn mit Thermon? Wie sieht es denn hier aus? Allgemeine Moral 100%, Loyalität 92. Das sieht doch ganz gut aus. Können wir hier... Peltasten können wir hier bauen. Denn wenn wir hier mal eine Peltastenarmee in Auftrag geben, wie sieht es da aus? 86. Eieiei. Nee, das geht nicht. Kalindos, wie sieht's hier aus? 88. Das geht auch nicht. Kalindoja. Oh, die ist voll. Das ist gut. Peltasten können wir hier bauen. Dann werden wir da auch bitte eine Peltastenarmee in Auftrag geben. Sehr schön. So. In Onoi bitte einmal Hopliten. Und in Athen direkt eine weitere Phalangiteneinheit. Ja, dann sollte das hierzulande doch erstmal gut aussehen, würde ich sagen. Oh Mann, oh Mann, ey. Das wird ein harter Kampf, ganz ehrlich. So, Athen, dahin bitte. Und ein Feld angelegt. Boah, das ist echt heftig, ganz ehrlich. So, hier können wir einmal überfallen. Was machen wir mit dem? Ja, im Inneren heilen, das macht so... Das macht hier so überhaupt keinen Sinn. Na, komm. Ich meine, die Stadt hat hier 84% und 56% allgemeine Moral. Das heißt, die Einheit hier drin zu heilen, das Änderung der Moral plus 9%, Änderung der Loyalität minus 7%. Die allgemeine Moral mit bei 36%. Ja, dann können wir das Ding auch innen drin heilen lassen. Dann können wir uns damit mit der Einheit allgemeine Kämpfe so und so ersparen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Boah, das ist echt. Das ist jetzt wirklich. Wirklich heftig, ganz ehrlich. Also, mit der bitte einmal den Steinbruch hier erobert. Dann können wir da runtergehen. Sehr schön. Und dann werden wir mit den Einheiten den Steinbruch angreifen.
und uns dann in unseren Städten wieder in Sicherheit bringen. So, da haben wir eine Einheit. Dann würde ich sagen, bringen wir uns hier in Drama-Einstellung. Okay, so. Jetzt gehen wir mal. Ich hoffe, die Stadt und Neu hält das hier noch aus. Hier ist eine Einheit, die hat 1-2. Die Einheit, ich bin mir nicht ganz sicher, die Hopliten-Einheit, die könnte angreifen. Ansonsten hat er hier erstmal nichts großartig im Bereich. Was halt ärgerlich ist, ist unsere Flotte. Das war tatsächlich anders geplant. Da war ich noch nicht bereit. Ja. Das wird schief gehen. Da bin ich mir fast sicher. Aber gut. Okay, das kann man nicht ändern. So, wie sieht es hier aus? Wir müssten tatsächlich langsam auch ihn hier mal reparieren. Das geht nicht. Dann machen wir hier weiter. Die Stadt können wir reparieren. Das machen wir. Auch die Stadt können wir reparieren. Das machen wir auch. Das können wir auch reparieren. Ja. Sieht gut aus. Die Stadt können wir nicht reparieren. Die Kohlemine wird bereits repariert. Okay, sehr schön. Dann haben wir zumindest das geschafft. Boah. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall... Jetzt müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir einige Einheiten, dass wir es schaffen, einige Einheiten hier mit unserem neuen Perk auszurüsten. Nämlich den Bergsteigern bzw. der Belagerung. Das war tatsächlich ja so geplant, dass wir dafür noch ein bisschen Zeit haben und dass wir da nicht direkt in den Kampf gehen müssen. Boah, meine Herren. Das ist echt, also das ist jetzt echt ärgerlich, wirklich. So, Schleichangriff. Ermöglicht euren Einheiten einen extra Angriff der Flügel, um die zerstörerische Kraft des Angriffs zu erhöhen. Wenn eine Einheit mit dieser Aufwertung angreift und andere gegnerische Kartengegenstände auf den angrenzenden Feldern sind, löst sich ein kleiner Teil der Einheit und greift gleichzeitig mit dem Hauptangriff einen der gegnerischen Stützungen in der Nähe an. Wow. Okay, das kann man nur durch eine Schlacht erhalten. Stadtmauern. Ich würde tatsächlich in Richtung Stadtmauern gehen, damit wir unsere Städte mit der Zeit verbessern können. Okay, das war's. Puh, das ist echt heftig jetzt, ganz ehrlich. Steinbruch ist noch beschädigt. Moment, wo? Das reparieren wir auch nochmal. Das sind nur Städte. Kohlemine. Das haben wir gemacht. Alles klar. Das möchte ich mir gar nicht angucken. Das gucken wir uns gar nicht an. Einmal in die Diplomatie. Wir haben mit den beiden Krieg. Wir haben mit Euböa Krieg. Da haben wir jetzt einen Friedensvertrag gemacht mit Rhodos. Das tut mir jetzt echt tierisch leid, aber wir sehen ja, Sparta ist, was die Flotte angeht, unheimlich groß geworden und versucht unsere Vormachtstellung zu vernichten. Und das werden wir jetzt zwangsweise, ja, das werden wir jetzt zwangsweise beenden. Nächste Runde. Der große Krieg ist da. Sparta gegen Athen. So, jetzt bin ich gespannt, was Sparta macht. Sparta war da wahrscheinlich genauso wenig drauf vorbereitet wie wir. Okay, jetzt greifen wir erstmal unseren Held an. Unser Held hat sich zurückgezogen. Hier haben wir die Einheiten jetzt gestackt. Das ist schon mal gut. Das wird aber nicht gut ausgehen. Er hat einfach zu viele Schiffe da. Ja, erstes Schiff. Scheinkleister, ey. Zweites Schiff. Das dritte Schiff ist auch gleich Geschichte.
Das ist so ärgerlich. Das war der Stolz unserer Flotte, der langgefahren ist. So ärgerlich, ganz ehrlich. Er zieht trotzdem... Das Problem ist jetzt, mit seiner großen Flotte kann er quasi überall landen bei uns. Das heißt, wir müssen unsere Truppen gut verteilt haben. Das ist jetzt echt ein Problem. Ja, das ist klar, dass er da ein bisschen Stunk verursacht. Aber er hat jetzt einfach ziemlich viele Fronten, ne? Das muss man auch sagen. Er muss mit seiner Flotte jetzt auch gegen Rhodos ran. So. Jetzt müssen wir tatsächlich... Das interessiert mich nicht. Das auch nicht. Phrygien auch nicht. Dardania nicht. Die Enchilea nicht. Thessalien Ferai tatsächlich auch mal nicht. Makedonien, die Odrysa auch nicht. Die Molossa auch nicht. Mich interessiert es mal, was Rhodos macht und Chalkidike. Okay, die kommen nicht wirklich in den Süden. Hätte ich mir ein bisschen was anderes erhofft. Was wir jetzt machen müssen, ist mit unserem Dreiergespann mit Schiffen, die immer vorschicken und dann ein Schiff nach dem anderen ausschalten. Okay, Korkyra. Euböa. Ganz ehrlich, eure letzte Stadt will ich euch nicht wegnehmen. Das könnt ihr behalten. Das, denke ich mal, können wir uns auch ersparen. Wir wissen ja, worum es geht. Makedonien, Frieden, mehr Handelsrouten, Versorgung, offene Grenzen. Machen wir. So, Friedensangebot der Molosser wurde abgelehnt. Och, Leute. Ihr könnt den Krieg nicht gewinnen. Was soll denn das? Ihr habt noch eine Stadt. Chalkidike. Ja. Da waren wir doch so schon. Von Euböa. Oh, Leute, ey. Das verstehe ich wirklich nicht. Das Friedensangebot wurde von Rhodos abgelehnt. Auch das war mir irgendwie klar. Der Einfluss von Sparta in Kalidon wächst. Ja, das haben wir gerade gesehen. Der hat ein bisschen Stunk gemacht. Die Anzahl nahm ab, die Leute verlassen die Stadt. Die Anzahl der Einwohner von Onoi in Boetia nahm um 14% ab. Hungernde Einheit, das gucken wir uns gleich alles mal an. Also, hier machen sie Stunk, das war zu erwarten. Das haben wir auch gesehen. Was mich interessiert, das haben wir gesehen. Massaker, ja. Hier ist ein Heer desertiert. Oh. Ja, Mensch. Das ist doch cool. Man kann sagen, da unten gibt es noch mehr. Absolute Überlegenheit. Ach komm, da, gleich mal angreifen. Sehr schön. Hat sich das auch erledigt. Und dann werden wir dich... Ach, du bist desertiert. Ja, Mensch. Da sind jetzt die Molosser tatsächlich. Dann müssen wir da mal angreifen. Ein Unentschieden. Okay, komm. Wir ziehen uns mal mit dem Herrn General, mit Autesion, dahin zurück. Und die Goldmine möchte ich nicht verlieren. Da wird gerade eine Einheit repariert. Das passt. Hier unten werden neue gebaut. Dann werden wir nämlich... Ja, wir müssen echt mal gucken. Kalidon. Wie sieht es denn hier aus? Moral 88. Ja, wir müssen gucken, dass die Einheiten in der nächsten Runde fertig werden und dass wir hier ein bisschen Verstärkung kriegen. Anders geht es tatsächlich nicht. Hier oben ist das ansonsten echt ein bisschen schwer. Okay. Dann geht's hier unten weiter. Du kannst bitte eine weitere Farm bauen.
Dann gucken wir erstmal hier oben. Ihr habt eure Aufgaben bekommen. Da sollte nichts zu tun sein. So. Hier unten, was können wir denn hier bitte für Schiffe bauen? Allgemeine Moral liegt gut. So, wir bauen ein Schiff, eine Galeere. Oh nein. Spezialisierung ändern, das kostet uns 20 Gold. Ah, ich würde sagen, wir... Das kostet uns alles 20 Gold, ne? Das ist halt jetzt ärgerlich, weil wir schon so viele Truppen haben. Wir müssen jetzt echt mal in die Ressourcennutzung gehen. Denn ich glaube, wir haben ein Problem mit Gold. Wir produzieren hier... Oh, wir produzieren immer noch 19? Alles klar. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn ich ehrlich bin, dass wir doch nur so viel produzieren. Das ist aber trotzdem ärgerlich. Wie sieht eigentlich das Stärkeverhältnis zwischen uns beiden hier jetzt aus? Wir sind ein bisschen stärker, aber sie sind sehr stark auf der See. Wir sind sehr stark auf dem Landweg. Weil wir uns jetzt darauf spezialisiert haben. Ich bin ehrlich, ich habe ein Problem damit, jetzt da noch mehr Geld auszugeben. Wir sind hier noch in einer Runde wird es abgeschlossen sein. Also wir gehen erstmal stückchenweise voran, dass auf jeden Fall beide Schiffe immer mitkommen. Das sollte da möglich sein. Das Schiff ist der Knackpunkt. Dahin. Und dann warten wir da erstmal ab. Dann haben wir hier gleich noch ein Schiff. Und wenn das fertig ist, werden wir ein weiteres in den Auftrag geben. Okay, so. Was hast du? Angriffsperk, sehr gut. Uns reichen Bewegungspunkte. Er auch. Was kann er? Er kann angreifen. Geringe Chancen. Ja, dann warten wir hier einfach mal eine Runde ab. Ja, das sollte doch kein Problem sein. Er kann sich eine Runde lang heilen. Perfekt. Du kannst dich nicht heilen. Du kannst dich heilen. Das brauchen wir jetzt definitiv. Du kannst dich auch heilen. Das sollte hoffentlich kein Problem sein. Okay, du kommst bitte auch hier hin. So, ist die Frage, ob wir ihn erst heilen. Das machen wir. Wir heilen ihn erst. Okay, Opus. Bitte reparieren. Sehr schön. So, das passt. Und dann müssen wir eigentlich da unten das Ding echt mal angreifen, ne? Müssen noch irgendwen hier haben von unseren Einheiten, der hier angreifen kann. Echt nichts? Er kann angreifen, aber das ist eine geringe Chance. Angriffsbonus, Rückzugschance. Ja gut, die Einheit ist exakt gleich stark, ne? Das ist eine Vierer. Wir lassen den kommen, ganz ehrlich. Soll er uns angreifen? Mal gucken, ob wir das machen. So, wir können mal gucken, ob wir hier noch irgendwas reparieren können. Da haben wir nicht die Ressourcen für. Alles klar. Okay. Nestor, du bitte. Was hast du denn gemacht? Du hast dich zurückgezogen, ne? Ja. 09. Runde überspringen, bitte. So, du kannst dich einmal heilen oder könntest die Einheiten anspornen. 91%. Wir sporen einmal alle an. Das ist, denke ich mal, jetzt wichtiger. So, das Heer kann... Wo steht das denn? Dort. Einmal warten. So, du kannst eine Runde vorgehen. Schon mal eine Sache. Ja gut.
Du könntest, ja, das ist die Frage, ne? Wir könnten angreifen oder versuchen uns zu beeinflussen. Das würde allerdings 70%. Können wir irgendwo sehen, was, ob der irgendwelche Moralprobleme hat? Nee, das wird er auch nicht machen. Nee, nee. Nee, wir bleiben hier einfach stehen. Okay, das war's. Nächste Runde, nächste Folge. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Strategie. Ciao, ciao.